Wahoo, von der Firefox wieder hier mit Advance Wars 2. Ich war dabei, wir waren dabei, wie auch immer dabei war, die letzte Labormission anzunehmen. Und ja, es gibt ein paar Dinge, die daran etwas besonders sind. Aber darauf gehen wir gleich ein, in dieser Mission. Ach, gucken wir an, was uns erwartet. Mhm. Den wir ja bereits erhalten haben, mit Blue Moon zumindest. Ah ja. Klingt doch passabel. Hä? Mit wem denn? Das könnte ich auch fragen. Ja, das Sprichwort kenne ich. Nichts wie los. Mit welchen Kuren man es am besten macht, ist die Frage. Wir haben Basen, Flughäfen und auch eine Möglichkeit, an Schiffe zu gelangen. Deswegen wäre Kanbei vermutlich gar keine so schlechte Idee, da wir alle Truppen irgendwie verstärken können. Sonja wäre auch annehmbar, aber ich werde lieber mit Sensor hier vorgehen, da die Luftwaffe hier durchaus einen hohen Stellengrad hat, sozusagen. Deswegen. See der Hoffnung, Mission 21. Hey, und das ist Tammy. Interessant. Die haben das schon selbst gefunden. Auch wenn sie rot sind. Und rot ist ja normalerweise... Ach, lassen wir das. Was es zu dieser Mission zu sagen gibt, holy crap, sind das krass viele Einheiten von allen möglichen Stärkevarianten. Nachteil bei Ella ist derzeit, dass er keine einzige Basis hat. Also man sollte in jedem Fall vermeiden, dass er an diesen Flughafen kommt, aber ich glaube, dass die Infanterie eher beschäftigt wäre, den Hafen hier oben einzunehmen. Ebenso wie diese Basis hier auf jeden Fall geschützt werden sollte. Zu Tammy kommen wir gleich noch, wenn ich dann auch ihre Einheit steuere, was der nächste Zug sein dürfte. Sensei hat noch einen kleinen Vorteil, dass er mit seinem TTP hier sofort an den Flughafen kommen kann. Deswegen. Der eine Panzer, der sollte schon mal weg, damit ich da einen leichten Vorteil habe. Während diese beiden Einheiten hier ein bisschen versuchen, was zu erledigen, was auch immer. Tja, das war's für Senseis Zug. Was kann ich hier für strategische Hinweise geben? Tammy ist stark durch diese drei Bomber gefährdet. Das sollte man sich in jedem Fall merken. Genauso wie man sich merken soll, dass man erstmal bestenfalls einen Panzer bestellt und eben den Raketenwerfer ausschaltet, damit die Schiffe nicht unnötig viel Schaden nehmen. Der Kreuzer kann erstmal bleiben, wo er ist. Eigentlich schon, ja. Das war's denn für Tammys Zug. Ich hätte es bevorzugt, wenn Andy wieder hier gewesen wäre, einfach wegen der Gabe, aber naja. Was will man machen? Max wäre nicht gerade die beste Variante gewesen, auch wenn sein Kreuzer vermutlich eine etwas reellere Chance gegen die Bombe hätte. Und die Schlachtschiffe sind hier das, worauf es ankommt. Deswegen. Diese drei Bomber. Wie gesagt, man sollte versuchen, möglichst gut auszuhalten und die Flakeinheiten vor allem vorrangig zu entfernen. Dann kann man nicht mit Helis den größten Teil der Karte hier erledigen. Da die ja bekanntermaßen sonst nicht wirklich irgendwas zerstören kann, außer vielleicht der Kreuzer allerdings. Wo wir gerade beim Kreuzer sind. Es hat vielleicht etwas KI-mäßiges, dass ich mich genauso hinstelle, aber das ist schon so geplant. Mit dem werden wir erstmal das Flak zersägen, denn sonst haben wir noch ein kleines reelles Problem. Mein Flughafen. Das klappt auch soweit. Wo komme ich damit hin? Hier. Das kann ich mir aber genauso gut sparen. Obwohl, ich muss noch ein bisschen Geld mir ersparen, da ich in nächster Runde noch was Spezielles bauen möchte. Was ich mir sonst unmöglich leisten kann. Nee, wir müssen in Richtung Brücke, sonst kommen wir gar nicht an. Hoffentlich greift das Ding nicht direkt an, das wäre eh ein Suizidkommando, von daher denke ich mal nicht, dass es getan wird.
Ja, ich kann es ja verhindern, von daher blocken wir es so ab. Das war's für Senseis Zug. Jetzt müssen wir gucken, was wir mit Tami machen, denn man sollte sich langsam aber sicher hier wegbewegen. Kann ich noch was Wichtiges anschießen? Ja, der eine Panzer da ist noch im Weg, der Rest bewegt sich erstmal Richtung Senseis Gebiet, sonst haben wir noch ein Problem. Wobei ich das Ding lieber stehen lassen würde, wenn es denn möglich wäre. Ganz ehrlich gesagt. Hat auch einen gewissen Grund, bevor man da jetzt großartig fragt. Hat einen gewissen Grund. Vielleicht. Wir ziehen ein Feld gedanklich ab. Ja, ich fahre noch ein Feld nach oben. Gut, schauen wir weiter. Hoffentlich gehen die Bomber jetzt alle so, wie ich es mir erhofft habe. Das würde ich begrüßen können. Also senkrecht nach unten. Nein, das fliegt nicht so, wie es hätte sein sollen. Naja, muss ich mitleben. Da gibt's Schlimmeres. Komme ich von den Bombern nochmal weg, realistisch betrachtet? Ich kann es nur hoffen. Naja, schauen wir uns um. Erstmal können wir uns um diesen Kreuzer kümmern, obwohl ich kann ihn auch eigentlich ignorieren. Außer mein U-Boot wird er erstmal nichts anhaben. Oder? Ja, der ist mir gerade irgendwie wichtiger. Dann plätten wir ihn mal eben ganz kurz. Die kommen ja echt nicht unweit. Das ist schon problematisch. Naja, erstmal bauen wir einen Jäger, den ich ja gerade dafür exakt bauen wollen würde. Das wäre schon praktisch. Wie machen wir das hier? Erstmal weg mit dem TTP. Hoffentlich kriege ich die Gabe noch voll. Das würde ich begrüßen. Ja, das passt schon hier. Jo, die brauche ich nämlich gerade. Auch wenn ich damit gar keine Helis verstärken kann, immerhin kann ich jetzt offiziell mit einem Peinfandristen die Besetzung nach vorantreiben. Worauf ich gepokert habe. Das Ding ist noch beweglich, das sollte ich auch wegziehen. Immerhin könnte es noch eng werden. Obwohl er die Gabe voll, die normale, hoffentlich wird er die nicht aktivieren. Obwohl, ich werde vermutlich eh noch ein, zwei Titanpanzer anschießen. Na, schauen wir mal. Hauptsache, ich kriege meine Boote gerettet. Das sollte ihn davon abhalten, die Gabe zu aktivieren. Ja, und selbst wenn käme er nicht an mein Schiff dran, von daher passt mir das. Jo, das wird schon funktionieren. Ich habe Vertrauen in diese Angelegenheit. So, wir dürfen gespannt sein. Das einzige Problem ist halt eben, dass ich meine Schlachtschiffe runterziehen muss. Das besteht nämlich darin, dass deswegen jetzt die ganzen Raketenwerfer und die Missiles sich nach oben Richtung Labor bewegen werden, was die Sache nicht gerade vereinfacht. Aber wir müssen schon damit schon irgendwie klarkommen. Wäre nicht so, als wenn die Raketenwerfer mich großartig stören würden. Was können wir denn tun? Da komme ich nicht dran, ich komme an gar nichts dran, das ist natürlich ideal. Komme ich denn mit dem Ding irgendwo hin? Ja, an dem Bomber da oben, das ist natürlich sehr praktisch. Dann bleibt nur noch ein einziger wirklich schlagkräftig über. Mir bleibt keine wirkliche Wahl. Mein armes Schlachtschiff von Sensei. Ach. Kann ich nicht irgendwie wegfahren? Nee, unmöglich. Dumm gelaufen. Was will ich denn noch ändern? Vermutlich gar nichts mehr. Das Schiff könnte ich angreifen, es wäre aber nicht das Idealste. Immerhin würde ich vermutlich dann aufgrund der Spezialgabe vom U-Boot getroffen werden. Wir brauchen noch neue Kampfhelis. So sieht's nämlich aus. Und mit dem hier kann ich ja das soweit abdecken, ja. Klingt relativ passabel. Damit wäre ich damit Sensei schon wieder fertig. Das kann ja was werden jetzt. Aber der muss beschädigt werden, auch wenn es natürlich weh tut. Gibt derzeit Schlimmeres. Eins und zwei und drei. So. Irgendwas muss ich ja tun hier.
Naja, das Ende für diesen Zug. Das war ja zu erwarten. Man sollte aufpassen, dass man seine Kreuzer von Titanpanzer weghält, auch wenn ich jetzt gerade nicht die Chance dazu hatte. Denn die können den verdammt nochmal viel Schaden anrichten, das will ich mal so gesagt haben. Das werden wir jetzt vielleicht sogar noch bezeugen dürfen, aber ich hoffe nicht, dass das der Fall sein wird. Vom ganzen Herzen hoffe ich das nicht. Das war irgendwie zu erwarten. Ja, meine schönen Schlachtschiffe. Aber damit kann ich eventuell die Spezialgabe aktivieren. Yo, das ganze Ding ist platt. Kann ich eventuell meine Spezialgabe aktivieren und ein wenig Geld rausscheffeln? Das wäre, was ich mir hoffen würde. Komme ich denn mit meinem Jäger irgendwo dran? Am besten der volle noch. Ja, fliegen wir in einer noch komischeren Schleife, warum nicht? Nehmen wir den Titanpanzer. Kann ich sonst noch was erledigen? Leider komme ich nicht an der Mech vorbei, aber was will ich auch machen? So. Jetzt könnte ich natürlich das Boot angreifen. Reicht aber immer noch nicht für irgendwelche Gaben, die ich haben könnte. Ach ja. Ist ein wenig blöd, wenn ihr mich fragt. Aber ich kann die Bombe ablenken. Das ist auch eine gute Idee. Eine sehr gute Idee, wenn ihr mich fragt. Solange ich Helis bauen kann, ist alles eine gute Idee. Naja, Ende für diesen Zug. Das kann auch eine richtige Höllenfahrt werden. Die Gabe hat entsprechend bei Tammy gerade mal keine Bewandtnis. Leider. So. Jeder Punkt Schaden ist mir gerade recht. Kommt der an... Ja, die kommen beide dran, das ist genial. So kann ich irgendwelche Schäden an Tammys Einheiten größtenteils verhindern, außer eventuell an diesem Schlachtschiff. Aber was will ich denn tun? Jupp, das war so geplant. Das nicht. Das eigentlich auch nicht. Naja, was will ich ändern? Oh. Nein. Dang it. Da oben werde ich einige Bomben brauchen, auf lange Sicht betrachtet. Moment, der Jäger kommt denn oben dran? Natürlich nicht. Was hätte ich denn auch erwartet? Muss ich halt das Ding zerschießen. Das hier kriege ich ja sowieso dran. Das könnte noch einen Zug dauern. Da ich die Infanterie wohl eh auf lange Sicht nicht brauchen werde, die hier rumgurken. Moment. Nee, da kommt offensichtlich vorerst nichts dran. Nicht, dass ich irgendwie sehen würde oder irgendwas in der Richtung. Das muss zurück aus gewissen Gründen. Nee, ich habe den. Noch habe ich ja den hier. Und ich könnte auch effektiv betrachtet mal eben meine Städte leer machen. Und ein bisschen Geld scheffeln. Ich meine, irgendwie muss ich ja an meinen ersten Bomber kommen. In relativ kurzer Zeit. Wäre praktisch, wenn ich das früh tue. Gut, die beiden können wir schon mal ein. Genau wie diese beiden und die beiden. Das gibt dann schon mal mehr als nur 5 Bomber. Das ist schon mal ganz genial. Dann lösen wir mit den beiden noch den Titanpanzer auf und dann bin ich auch effektiv mit dem Spiel schon wieder zufrieden. Dann schließen wir seine Runde. Machen aus Jux und Dollerei ihre Spezialgabe an, damit ich mit beiden Leuten die anhabe, ist auch wenn es keinen Effekt hat. Das kann mir sowas von egal sein. Dann schieße ich nämlich damit dieses Ding zu Brei und Ende für Tammy. Aber zu Ellas Spezialgabe kommt es dann entsprechend zum Glück nicht. Auch wenn das so nicht so viel ändern würde, wenn ihr mich fragt. Die Schlachtschiffe müssen wir gleich nochmal unter Beschuss nehmen. Dafür habe ich ja genug Helis gebaut. Das sollte entsprechend gehen. Das einzige Problematische wäre eventuell unter gewissen Umständen dieser Kreuzer da an der einen Stelle. Aber warte mal, kann es ihn so weit schießen? Nein, kann es nicht. Na, schick. Ich will mich nicht, dass das U-Boot abstürzt. U-Boot absäuft, eher gesagt.
So, damit wäre die Bombe auch endgültig erledigt. Hat ja lange genug gedauert. Oh Gott, zwei Missiles und zwei Flaks. Ach, das hätte schöner laufen können. Wird aber funktionieren. Du kommst bis dahin, rechnen wir mal schlimmstenfalls zwei hinzu. Das heißt, ich kann bis hierhin fliegen. Das ist... Oh Gott, wie soll ich mir das merken? Dann sagen wir vom Schiff 3 entfernt. Na, ich komme eh nicht dahin, von daher. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich will unmöglich irgendwas verlieren. Das kann ich mir gerade leider nicht mehr leisten. Naja, wir können ja mal Richtung Hafen tuckern, damit wir eventuell reparieren können, auch wenn ich bezweifle, dass das nötig wird. Speicher auf den Bomber. Wie viel Geld kriege ich? 15.000. Ja, machen wir lieber. Helis habe ich langsam aber sicher genug. Also ich meine, es ist vergleichsweise genug. Ich werde natürlich nicht aufhören, welche zu bauen. Das sei mal klar. Die können ja auch noch ein bisschen nach vorne, auch wenn das keinen wirklichen Effekt mehr haben dürfte. Bin gespannt. Ach ja, ich hab's ja gewusst. Aber entsprechend habe ich die Singer ja auch... Na gut, ich hätte sie auch schwer in Angriffsreichweite bringen können, um es mal so zu sagen. Aber... Obwohl, ein U-Boot? Kommt das Ding eventuell an mein U-Boot dran? Das würde ich nicht begrüßen, ehrlich gesagt. Sehr schön, der Kreuzer macht einen auf... Ich bewege mich an die Helis dran. Und was das mit Sensei heißt, sollte man ja inzwischen gemerkt haben. Ich weiß nicht, wo das zweite U-Boot ist, aber ich hoffe mal nicht, dass es irgendwie mich großartig behindern würde, was es scheinbar auch nicht vorhatte. Selbst das Ding wäre erledigt, dann kümmern wir uns noch um dieses U-Boot und dann wäre ich auch effektiv erstmal fertig für den Zug, obwohl das Ding kann man noch bewegen, das war der einzige Kreuzer, den er hat, von daher... Passt das? Sonst noch was? Ja, wir können Bomber bauen, und zwar von hier aus. Weil es einfach schneller geht. Ein Schlachtschiff wäre noch überlegungswert, aber... ehrlich gesagt, kann ich da auch schon fast wieder drauf verzichten. Geht noch irgendwas? So ein Transport-Heli wäre was gewesen, aber... muss ohne auskommen. Es geht eigentlich nur darum, die Einheiten zu zermalmen und das bestenfalls durch Bauen von x Dutzenden an Bombern. Aber das werden wir ja noch sehen. Ein TTP würde ich oben auch noch brauchen, auf lange oder kurze Sicht gesehen. Denn sehr viel Munition habe ich leider nicht mit meinen jeweiligen Einheiten. Ja, hier haben wir noch einen Schuss als Beispiel. Da muss ich ans U-Boot dran, auch wenn das gut erledigt ist. Ich überlege gerade ein wenig. TTP wäre gar keine schlechte Idee. Was tue ich, ein Panzer? Hüstel? Das haben wir mal ganz geschickt ignoriert. Ah, ich habe da aber eine Idee, wie ich das wieder gut machen kann. Grob betrachtet. Ah, das ist natürlich dumm gelaufen gerade. Noch zwei Schuss hast du, das soll mir reichen. Nee, das war's für Sensei effektiv betrachtet. Auf jeden Fall. Ich kann das ja bewegen. Ich meine, was bleibt mir anderes übrig? Das war's für Sensei. Der Jäger ist sowieso nur noch Placebo-Effekt. Wirklichen Sinn hat er keinen mehr. Naja, ich kann ja die TDP unter Beschuss nehmen. Das U-Boot da oben kümmert mich auch nicht wirklich. Einfach alles zu klopfen da oben, ganz genau. Noch wohl nicht zerstört, das finde ich immer sehr positiv. Nee, damit komme ich nicht an. Damit irgendwie auch nirgends. Machen wir das halt so. Da ich sonst eh an nichts dran komme, kann ich es auch so erledigen. Dann kann das U-Boot auch noch irgendwas tun, bevor ich es gar nicht mehr verwenden kann. Nee, machen wir das lieber so. Und so. Und so.
hätten was. Alles klärchen. Das TDP bewegen wir hier rüber. Ja, was auch sonst. Das Geld holen wir uns wieder, denn ich muss mir noch einen Bomber leisten. Wenn ich mal die Flats ansehe, brauche ich dann mindestens 3 Bomber, um irgendwas zu erreichen da oben. Und ansonsten... Ansonsten hätte ich keinen großen Vorschlag mehr. Langsam aber sicher sollten wir zumindest oben da ankommen. Das TDP würde noch ein Momentchen brauchen, ja. Kann ich nicht begrüßen, aber lässt sich nicht ändern. Ups. Huawei. Was sagt man dazu? Das wird nicht sehr viel bringen, aber mach ruhig. Hm. 7 Tage haben wir danach noch, oder? Ne, 8 sogar noch. Hm. Trotzdem muss ich mich beeilen. Ach, das war jetzt natürlich sehr dreist. Aber leider effektfrei. Naja. Die Missiles kommen da unmöglich dran, von daher. Mache ich mir da auch keinen Kopf drüber. Ich bin kurz davor, ein Landeboot zu bauen, damit ich die Infanteristen darüber kriege. Ehrlich gesagt, warum nicht? Kann man jetzt für verrückt halten, wie man möchte, aber... Was auch sonst? Du tauchst auf, in den Unterwasser bringst mir gerade gar nichts. Ich denke mal, ich darf von der Reichweite bis zum Riff ganz genau... Nicht, dass ich da in irgendeiner Weise nachkommen würde, aber trotzdem. Ich würde sehr gerne noch meine Spezialgabe voll haben gleich, aber dazu kommen wir dann eventuell noch. Gut, das wäre auch erledigt. Nee, hier geht immer noch nichts. Wie gesagt, ich muss nur vier Ziele erwischen. Gott, stelle ich noch öfter um. Das gibt's ja alles nicht. Kommt der Bomber schon an irgendein Flak dran? Ja, kommt er. Ich könnte schon mal eine Missile effektiv gesehen auseinandernehmen. Das wäre mit Verlusten begleitet, das steht fest. Die andere kann dann bis wohin schießen? Das heißt, hier kann ich mich frei hinbewegen. Ist ein Feld daneben das Riff, genau. Das heißt, wir positionieren uns noch einen Tag um und den nächsten wird dann eingeeimert. Sofern ich das kann, was die Munition angeht. Ich hoffe, da geht einiges. Keine Munition, Munition, Munition. Na, super. Das Einzige, was nichts macht, wäre das hier. Und ich habe da nur eine kleine Idee, was wir da machen könnten. Nämlich einfach, dass wir das Ding mit voller Munition noch ein, dann haben wir nämlich einen vollen mit Munition. Ganz einfach. Hier können wir noch hin und dann wäre ich effektiv von der Positionierung her grob fertig. Obwohl, das können wir noch tun. Genau wie das hier. So. Wunderschönes Bild, oder? Ich weiß. Dann bringen wir die noch darüber. Immerhin kann ich ruhig was besetzen, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, warum nicht auch mit die irgendwo hinfahren? Oder fliegen, eher gesagt. Ja, das passt schon. Ach komm, Tabi, wenn ich schon mal dabei bin. So. Bin gespannt. Bleibst du so stehen? Wenn ja, wäre das irgendwie unpraktisch da. Jetzt, so ist schon viel besser. So ist schon viel besser. Ha. Ich habe böse Ideen. Fragt sich nur, wie ich die am besten umsetze. Ich habe 3 Bomber zur Verfügung. Einen brauche ich dafür. Dann komme ich da mit dem Heli dran. Dann ist das effektiv gesehen schon mal erledigt.
hier wird's schwierig. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das Geld kann ich mir sonst wohin schieben. Vielleicht kümmere ich mich dann, darum, vielleicht auch nicht. Das Ding kam doch die Anime-Zelle drin. Dann ging das mit dem hier. Das passt schon so. Ganz genau. Hätte man nämlich das schon mal erledigt, dann die Missile ist auch kein großes Problem mehr. So. Dann müssen wir hier gucken. Ich habe noch zwei Helis, das heißt, das ginge. Ich krieg die Missile aber nicht mehr ganz weg. Ha! Das wäre das Einzige, was noch steht. Dann werde ich nämlich das Ding hier loswerden. Obwohl, ich könnte die Missile wegkriegen, dann wäre aber das Flak noch da. Na, eins von beiden muss wohl stehen bleiben, ne? Lässt sich wohl nicht verhindern. Lässt sich wohl nicht verhindern. Naja, muss ich mit leben. Ganz offiziell. Wie viele Einheiten habe ich? Wie viel darf ich verlieren? Ich habe noch nichts verloren und darf noch 7 verlieren, also. Ernsthaft. Ach, ich bin so frei. Auch wenn das nur 800 Dings pro Einigung gibt. Das soll mich nicht aufhalten. So. Wo war ich stehen geblieben? Eigentlich kann ich hier nicht mehr viel tun. Obwohl. Ich kann auch blockieren, damit auch keiner mehr rauskommt. Wäre eine Idee. Ich denke, da oben kann ich nicht mehr viel tun, deswegen. Nächster Zug. Ach ja, Tami. Ne. Hilft nicht mehr so sehr. Hilft nicht mehr so sehr, meine ich. Heißt, ich verliere einen Heli und will noch mit einem anderen Dings etwas Schaden einkassieren. Zum Glück kann das Labor nicht reparieren. Sollte man in Betracht ziehen. Naja, er hätte auch den Bomber anschießen können mit seinem Missile. Das wäre irgendwie schlimmer gewesen. Ich habe noch eine Gabe frei, oder? Dann will ich so frei, die zu aktivieren. Hauptsache, ich kriege meine. Hauptsache, ich kriege einen Schub für meine Helis. Das ist der Hauptknackpunkt. Viel Spaß mit deinem Flak, dass erstmal weggeschossen wird. Dann nehmen wir das. Das reicht für die Missile. Dicke. Die haben nämlich, das ist nämlich die Einheit mit der geringsten Verteidigung, die es gibt. Den Panzer hätten wir damit auch. Ich meine, hier gibt es nichts mehr, was man was anhaben könnte, deswegen. Hauptsache, ich kriege die Dinger einigermaßen schnell abgeschossen. Ne, da sind noch ein paar Raketenwerfer. Das Ding hat auch noch relativ wenig Tank. Da sollte ich doch lieber aufpassen. Denn das Ding ist doch ganz gut abgedeckt. Es sei denn, ich tauche, dann könnte es mich nicht mehr anschießen, aber dann hätte ich recht bald keinen Sprit mehr. Na, hier geht nicht mehr viel, nee. Du hast noch 2 Schuss, das müsste reichen. Okay. Bin gespannt. Wie gesagt, wir können auch gewinnen, indem wir alle Feinde ausschalten, auch auf Laborkarten. Das funktioniert ohne Probleme. In 3 Runden. Also wenn alles schief geht, dann hilft, dann macht er die Sache nochmal zu. Aber es sollte eigentlich so funktionieren. Kriege ich denn die ganzen Raketenwerfer schon mal ausgeschaltet, damit ich mit dem Uber was tun kann? Ich gehe mal davon aus, ja. Immerhin etwas. Ja. Ja. Das hätten wir auch noch mit dem letzten Schuss. Nehmen wir den Kampfpanzer. Hier ging dann noch die Artillerie. Dann wäre das mit Sensei erledigt. Und ich könnte nächste Runde nochmal die Gabe aktivieren, weil es so schön war. Nee, Tami, du musst warten. Ja, nächste Runde Gabe, dann bin ich, glaube ich, fertig, oder? Machen wir das. Eieiei. Das ist das Schöne daran, dass Senseis Gabe nur 2 Sterne braucht. Nee, das machen wir mit dem U-Boot. Sollte reichen. Sollte auch reichen. Keine Munition mehr. Das passt auch. Genau, wir sind fertig. Ganz offiziell. Wie schön.
Juhu! Endlich! Und ihr könnt euch vorstellen, wie ein Titanpanzer in Kanbais Händen aussähe. Und zwar in nicht allzu langer Zeit. Tja. Ich glaube, damals waren Sonja und Tamir auf derselben Schule gewesen. Zumindest wurde das, glaube ich, in Teil 1 angesprochen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Von daher zitiert mich da lieber nicht für. Egal, 300 Gummipunkte für diese Mission, was ich auch irgendwie begrüßen kann. Es lief ein Funken besser im Testdurchlauf, aber nur ein kleines Stückchen. Darum habe ich da auch nur 15 Tage gebraucht. Soll nichts an der Wertung hier abtun. Was war das für ein deutscher Satz? In jedem Fall hätten wir damit die beiden Länder auf die Endmission beschränkt. 7 und 7 Sterne. Einmal gegen Cat und einmal gegen Edda. Das ist alles sehr unschön. Ich glaube, hier war es eher eine Mehrmission gewesen, ganz genau. Ach, das könnte noch unschön werden. Aber bevor ich noch da so groß drüber philosophiere, würde ich erstmal sagen, das war's mit Advance Wars für heute. Ich denke mal, dass es ganz spannend war. Ich weiß nicht, auch wenn diese Mission doppelt so lange gedauert hat wie die andere Fabrikmission, lässt sie nicht ändern. Bis zum nächsten Mal. Oder sowas in der Richtung.